Herzlich willkommen zu einem neuen Let's View. Ich habe hier den Thomas Action Figure Digest. Das amerikanische Toy Magazin ist aus dem Jahre 2010, ist die Nummer 188. Ja, ihr seht, Avatar war großes Thema. Es behandelt aktuelle und auch Retro-Toys. Und das wollen wir uns jetzt mal ganz genau anschauen. So, Avatar ist hier jetzt großes Thema. The Tick können wir hier sehen. Der finale Kampf in Actionfiguren dargestellt vom schönen Avatar-Film. So, dann können wir uns genauer angucken. Ja, hier so ein bisschen ja, exklusive Teile zu gewinnen. Ein G-Bon Soundwave im neuen Universal Case oder Universum, nein, Universe Style Box. Konnte man wohl gewinnen, wenn man hier mitgemacht hat. Ja, die Übersicht von Figuren, die von aller, ja, worum es jetzt geht. Ich glaube, hier ist Hit Girl, das sieht nach Ghostbusters aus. Werden wir mal sehen. So, hier haben wir Shocker Toys. Ja, das sieht ein bisschen nach so einem etwas älteren Superhelden aus, wenn ich hier sehe. Der Blue Beetle, wo jetzt auch eine Verfilmung war, The Arrow vom Golden Age, wo man gemerkt, Black Terror war auch eine Figur. Alles Figuren, die es damals gab, weiß ich noch nicht mehr existierten, The Phantom. Hier so ein bisschen die Figuren mit diesem komischen Plüschstein, auch Dragon Ball, und das sieht nach Mad Boys aus. Hier Replikas und Anzüge von Wolverine, kann man sich kaufen. So, und jetzt haben wir schon gleich Star Wars und Clone Wars, kann man auch so sagen, Figuren. Clone Wars aufgetaucht sind. Richtig cool. Imperator so im Anzug mit Effekten. Ventress. Hier auch weiter schön Fahrzeuge von Star Wars. Cad Bane auf so einem Speederbike. Obi-Wan. Ein Mandalorianer. Plo Koon oder so ein Plo Koon, wie er heißt. Ja, und dann geht es auch gleich hier weiter mit Iron Man 2. Film war ja in den Kinos damals und dann mussten natürlich auch die Actionfiguren dabei sein. Und was gibt es besser als hunderte von Iron Man Anzügen? Abgesehen hier mit Whiplash. So im Filmstyle. Auch hier nochmal verschiedene Figuren. Hier haben wir größere Figuren und hier haben wir jetzt die Micro-Spielsets, auch nicht schlecht. Ich habe die aber nie in Deutschland gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Diese Sets. Aber nicht schlecht. Gab es auch von Star Wars. Ja, hier diese komischen kleinen Gummifiguren gab es auch bei uns nicht wirklich. Aber man hat es in jeder Hinsicht vermarktet. Können wir ja sehen. G.I. Joe. Oder Action Boy, Action Man, diese großen Figuren. Ja, ganz nett. Aber nicht meins. The Toy Industry Before Avatar. Eine Dokument oder ein Hintergrundbericht. Schauen wir uns einfach mal an, was es so gab. Die verschiedenen Arten, wie eben halt Art Stoffpuppen, dann später zu Actionfiguren geht. Und hier könnt ihr sehen: Action Boy, Robin, Batman, klassischen Figuren. Ja, das ist wirklich. Dr. Evil, ein bisschen andere Figur. Hat nichts mit Austin Powers zu tun. Nicht Avatar-Spielzeug, das gab es ja auch massig, weil es erfolgreich war im Filmbereich. Dann kam es natürlich auch. So, hier haben wir auch klassisch, na, können wir sehen, verschiedenste Arten, was es gab. Dracula, Star Trek, Planet der Affen, klassische Star Wars, G.I. Joe, das klassische Transformers, G1 und die verschiedensten Marvel-Sachen und auch He-Man. So alles generationsübergreifende Toylines, auch richtig cool. Wird jetzt hier in diesem Artikel behandelt. Und hier sehen wir auch weiter Indiana Jones Figuren, Turtles Figuren, Ghostbusters, Batman. Ja, Marvel zieht immer sich wieder durch, Star Trek Figuren, modernere. Ein Bild aus Avatar. Wir haben hier auch schon Spawn, die neueren Star Wars Power of the Force Figuren, die eigentlich nie so gut ankamen. Und dann haben wir hier den Speed Shop. So eine Übersicht an Hot Wheels. Was haben wir denn da Schönes jetzt? Ihr seht, Hot Wheels ist so ein breit gefächertes Thema von Bigfoot, hätte ich was gesagt, von Monster Trucks.
verschiedene Motive. Hier haben wir so Übersichten, ihr seht, jede Felge ist anders und gibt verschiedene Serien. Jedes Auto gibt es eigentlich. Was sehe ich denn Interessantes, so was mir jetzt so auffällt? Ich bin jetzt nicht so der Autokenner, deswegen kann ich nur das sagen, was mir jetzt so auffällt, wenn ich jetzt irgendwas Besonderes sehe, aber ich kann jetzt zu den Autos nicht wirklich was sagen. Das ist so abwechslungsreich, von allem etwas dabei, von Rennwagen, normalen Wagen, Fantasiewagen, eine Art Eisverkäuferwagen auch hier. Sicherlich eine Marke, die es in Amerika gab, die wir jetzt in Europa gar nicht kennen, so eine Limousine, so ein Buggy. Alles sehr abwechslungsreich. Ja, und ihr seht ja auch sehr futuristisch eben halt die Autos. Backdraft, auch so ein komischer Wagen. Ja, und hier seht ihr, hier gibt es sogar ein Batmobil, so sieht so ein bisschen in Silber aus, eine exklusive Figur. Ja, und überhaupt verschiedene Batmobile hier in dem Style. Ja, der unsichtbare Jet von Wonder Woman. Nicht mal drin zu sehen, ist unsichtbar halt. Ja, und hier seht ihr auch so Hot Wheels, so ein Wagen mit Thor. Ich habe einen mit Spider-Man, so einen ganz klassischen Hot Wheels. Also, na, ihr seht, das waren beliebte Motive. So, mit dem Motiv habe ich einen solchen Van. Dem Style. Ihr seht, das sind richtig coole Figuren oder coole Fahrzeuge. Das waren halt gut beworben. Sehr beliebt übrigens bei Sammlern. Ja, was haben wir denn hier? Die nächste Seite. Ja, hier kommt das Avatar-Spielzeug. Die ganzen Hauptcharaktere, Nebencharaktere. Der Kampfmech, Kampfläufer. Richtig cool. Ich überlege gerade, wenn Cameron Aliens gemacht hätte, zu der Zeit mit den technischen Möglichkeiten. Mann, was wäre das für ein geiler Aliens Colonial Marines Film geworden. Wahnsinn. Ja, hier sehen wir auch verschiedenste Figuren. Ghostbusters. Hier haben wir Masters of the Universe. Sieht nach dem Undertaker aus. Irgendwie, keine Ahnung warum. Ja, hier verschiedenste Marvel Charaktere. Hier nochmal Avatar. Hier aus Toy Story. Und jetzt haben wir die WWE, die World Wrestling Entertainment. Ihr seht die verschiedensten Charaktere. Sergeant Slaughter sehe ich da. Das ist die Jake the Snake Roberts, der Iron Sheik. Ich kenne nicht alle. Das ist, kann ich ja nur sagen, Ricky the Steamboat Dragon. Das ist Legion of Doom. Oben Stone Cold Steve Austin. Ja, weiter geht's hier mit den Undertaker. Dann hapert es bei mir, die zu erkennen. Das sieht nach, keine Ahnung, Big Show aus. Ansonsten muss ich da auch schon wieder raten. Das könnte Rey Mysterio sein. Ich war schon die Generation, die ich nicht mehr so verfolgt habe. Dadurch ist es ein bisschen schwierig, die zu erkennen. So, hier haben wir Tona Charakter. Figures, Strider aus Herr der Ringe, Tamiya und Prinz Dastian aus Prince of Persia Figuren, auch richtig gut getroffen. Arwen, Jacob Black könnte, weiß ich gar nicht, ist aus welcher Serie, ja doch, ist es vielleicht aus Twilight könnte das sein, ja, ansonsten kann ich das nicht ganz genau sagen. Hier haben wir auch noch weiter einen Charakter aus Tomb Raider. Steht hier darunter. Power Girl, Doctor Who. Und hier haben wir jetzt so Sideshow Collectibles. Das sind Edelstatuen und Figuren. Die sind richtig teuer, aber auch ihr seht, auch sehr detailliert, sehr gut gemacht. Auch hier seht ihr die ganzen Statuen, die kosten auch kein Geld, also mehrere hundert Euro. Auch hier eine tolle Tomb Raider Figur, Conan. Hier auch Jason Voorhees. Hier haben auch nochmal Iron Man 2, passt natürlich perfekt. Footballer, das ist jetzt keine Welt so direkt in Deutschland, weil da bin ich echt raus. Ja, so eine Werbung. Hier sehen wir auch Thomas Werbung, wenn man Einzelheften nachbestellen will.
So, hier haben wir international, Dragons, ne, Drachenreiter oder Drachen sie eben leicht gemacht, die ganzen Figuren. Hier haben wir auch so eine Hantik. Ich glaube, es war eine Zeichentrickserie. Ich habe da ein paar Folgen gesehen. War gar nicht so schlecht, aber ich wusste jetzt nicht, dass es Actionfiguren dazu gab. International bedeutet, dass sie nicht unbedingt in Amerika rauskamen, sondern eben halt auch weltweit. Ja, Lego. Lego Star Wars, genauer gesagt. Und ihr seht, wenn ihr euch das anguckt, wie sich das in 15 Jahren passt, wie das alt ist, verändert haben. Die sind wesentlich besser geworden, wieder die Star Wars Fahrzeuge. Hier sind wir mit dem Wampa, diese berühmte Szene vom Hut. Auch sehr viel vereinfacht noch. Die sind heute wesentlich detaillierter, wesentlich genauer und alle nochmal neu aufgelegt und bearbeitet. Richtig cool. Kick-Ass und Hit-Girl, richtig gut gewordene Figuren, sehr detailliert. Hier nochmal Werbung. Und hier haben wir eine Star Wars Werbung zu The Clone Wars. Nicht schlecht. Ja. Das soll es auch gewesen sein. Das war jetzt der Let's View von Nummer 188 des Thomas Action Figure Digest aus dem Jahre 2010. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich konnte jetzt diesmal nicht ganz so viel dazu sagen, weil ich betrachte euch damit das auch nur, was ich sehe. Ansonsten ja, teilen, liken, abonnieren. Kommentiert mit mir, sprecht mit mir. Was fandet ihr cool daraus? Einfach, was war ein Highlight und so weiter. Habt ihr euch vielleicht was davon gekauft von den Serien? Allgemein, lasst es mich wissen unten in die Kommentaren. Und ja, dann hören wir uns und sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ne? Bis dann.